genauen Wortlaut weiß ich nicht, der hat mich nicht gehört. Gegen 8.35 Uhr, also kurz nach dem Aufsperren der Bank, ist ein Mann hineingegangen. Er hat dann sofort die beiden weiblichen Angestellten bedroht und hat Geld gefordert. Zur Unterstreichung seiner Forderung hat er eine silberne Faustfeuerwaffe vorgezeigt. Er hat dann von einer Angestellten einen geringen Geldbetrag überreicht bekommen, hat diesen in seinen Rucksack gesteckt und ist geflüchtet. Hat man dann Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, beziehungsweise waren die erfolgreich? Es sind natürlich, wie in diesem Fall üblich, sofort Alarmfahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. Es ist ein Sperrkreis aufgezogen worden. Im Zuge dieser Alarmfahndung, bei der auch das Einsatzkommando Cobra beteiligt war, hat man den Täter dann wenig später im Stadtgebiet von Traun festnehmen können.